Im Anime von Boruto nennen wir uns immer mehr der Shonen-Auswahlprüfung, doch im Manga haben wir diesen Schritt schon längst überschritten. Das war auch eure Spoilerwarnung für Manga-Inhalte, die wir jetzt besprechen werden. Kara, die neue böse Organisation aus der Naruto-Welt, beginnt die ersten Schritte zu machen und ein alter Bekannter von Naruto steht als Mitglied der Organisation nun vor seinem Sohn, Ao gegen Boruto. Für die Leute, die bei Boruto nicht up-to-date sind, Ao war einer der Charaktere, die beim Krieg eigentlich hätten tot sein sollen, doch er überlebte es und wurde zur halben Maschine. Ja, in Boruto ist nun ebenfalls der Cyborg-Arc aus Dragon Ball angekommen. Ao ist der Charakter, der damals das Byakugan hatte, obwohl er nicht aus Konohagakure stammte. Er war derjenige, der beim Mizukage war und er war derjenige, der jetzt aktuell in Boruto mit einer Minigun gegen Team 7 gekämpft hat. Er ist ein kompletter Cyborg geworden und bedroht momentan das Team um Konohamaru. Ich finde das Planen von Team 7, das Suchen bzw. Herumlaufen von Ao und die ganze Prämisse erinnern enorm stark an den Kampf gegen Hidan und Kakuzu, und ich fand gerade, das war so dieser erste Breaking Point in Naruto Shippuden, dieser erste Punkt, wo die Geschichte tiefer und deeper geworden ist. Auch wenn die Arcs davor sehr stark waren, hat man hier zum ersten Mal einen Arc, der sich wirklich richtig real angefühlt hat, und das gleiche ist hier bei Boruto der Fall. Wir hatten mit Momoshiki schon einen enorm guten Arc am Ende der Shonen-Auswahlprüfung. Es war im Manga eine Einzelsache, denn im Film passierte nicht das, was im Manga passierte, und das war auch im Manga eine Art Breaking Point für die Geschichte, und jetzt sind wir wieder angelangt an so einen Kampf. Also, Boruto hatte bereits Ao im Zug getroffen, doch dort wusste er nichts darüber, dass er zu den quasi Bösen gehörte, und durch die Prothesen lernte Boruto das, was sein Sensei Sasuke ihm vermittelt hatte, dass diese Technologie an sich nicht böse ist, es kommt nur darauf an, wer es einsetzt und wie man es einsetzt. Boruto kannte im Vorfeld nur die Schattenseiten, doch durch Ao lernte er die guten Seiten zu erkennen. Wie gesagt, im Zug war er erstmal kein Gegner für Boruto, er war ein normaler Shinobi aus alten Zeiten, der durch Prothesen sein Leben weiter fortführen konnte. Und deswegen war Boruto von diesen Ninja-Werkzeugen sehr, sehr stark beeindruckt. Außerdem lernt er Katasuke kennen, der davor kontrolliert worden ist, und deswegen hat Boruto jetzt ein ganz, ganz anderes Bild über diese ganze Thematik. Doch dieser Ao stellte sich nun als Gegner heraus und er hat bereits einen von dem Squad von Konohamaru umgebracht. Sollte er wirklich tot sein, es ist aktuell noch nicht ganz klar. Die Gruppe von Konohamaru formierte sich neu und machten einen Plan aus. Team 7 als Ablenkung und Boruto als Finisher-Position mit dem Chakra-Schwert und dem Absorptionshandschuh. Ja, es gibt in Boruto jetzt wirklich Laserschwerter. Das Problem bei dem Ding ist, dass das Ganze noch nicht ausgereift ist, also die Technologie darum ist noch nicht fertig. Das heißt, dass das Schwert enorm viel Chakra zieht, und das heißt wiederum, dass man dieses Schwert nur ziehen kann als quasi letzten Finisher. Man kann es vorher nicht machen, weil es viel zu viel Chakra aufsaugt. Im Gespräch mit einem richtigen Mitglied von Kara, nämlich Koji und Ao, wird klar, dass Ao hier vom Mangaka auf zwei Seiten benutzt wird. Zum einen möchte man Kriegsfolgen symbolisieren. Man hatte schon sehr oft Leute gezeigt in Boruto, die sehr gezeichnet waren vom Krieg. Das ist ja genauso wie bei uns. Wenn Leute aus dem Krieg kommen, ist es ja so, dass sie meistens mit der Welt von uns nicht klarkommen. Hier ist es mit Ao das gleiche. Es ist auch ein extremes Beispiel mit Ao. Aber zum anderen, also die zweite Seite, wollte man zeigen, dass Ao innerlich tot ist. Deswegen hat man ihn auch zurückgebracht als eine Art Cyborg, weil er eben innerlich tot ist. Und er selber sagt ja auch zu Koji, dass er selbst nur noch ein Ninja-Werkzeug ist, nichts mehr. Ao ist komplett leer. Ao wird hier benutzt für die Verkörperung des Kampfes Ninja-Technologie gut gegen böse. Die böse Form in Form von Ao und die gute Form in Form von Boruto. Der Kampf beginnt also. Ao gegen Team 7. Konohamaru mit Mitsuki und Sarada greifen an, doch es dauerte nicht lange für Ao, um zu verstehen, was hier los ist. Er begriff sofort, dass die Attacken nur zur Ablenkung dienen und der Sohn des Hokage hier irgendwo herumlungern sollte. Boruto schafft es dennoch überraschend von oben zuzuschlagen, doch Ao schafft es auch den Schlag zu kontern, und das war wirklich so, als hätte er einen 360 Grad Blickwinkel, was eben für sein Byakugan sprechen sollte, was aktuell nicht sichtbar ist, weil die Seite, wo das Byakugan ist, ist komplett durch eine mechanische Apparatur ausgetauscht worden. Das heißt aber nicht, dass sein Byakugan ganz weg ist, denn er konnte genau den Spot abwehren, der bei Neji damals der blinde Spot oder der blinde Fleck gewesen ist. Erinnert euch zurück, im Kampf von Neji gegen Kidomaru konnten wir sehen, dass er trotz seinem Byakugan einen Fleck hatte, der blind war. Einen Fleck, den er nicht sehen konnte, und Ao konnte genau bei diesem Fleck ausweichen, was halt dafür sprechen könnte, dass Ao das Byakugan noch hat, aber dass das Byakugan an einer anderen Stelle des Körpers ist und deswegen dieser blinde Winkel verschoben ist. Kann sein, muss nicht sein, denn Kidomaru meinte diesen Kapitel schon sehr, sehr stark, dass er nicht genau weiß, ob das Byakugan wirklich weg ist oder noch da ist. Deswegen würde ich das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Borutos Schwert fiel nach der Attacke hin und Ao griff sich das Schwert und trifft Boruto in den Bauch. Boruto starb im Kampf gegen Ao. Falsch gedacht, Leute. Natürlich war das nur ein Schattendoppelgänger von Boruto. Für eine Sekunde bin ich aber wirklich drauf reingefallen, muss ich sagen. Mitsuki macht dann Ao fest an seinem Schwert und die Falle von Boruto schnappt zu. Ao hatte nun einen unglaublichen Chakra-Verbrauch, da er an das Schwert gebunden war und das eben viel Chakra absorbiert. Und da diese ganze Apparatur noch nicht fertig ist, gibt es auch keinen An- und Ausschalter. Das heißt, dass Ao die ganze Zeit einen Energieverbrauch hat. Die Szene mit Boruto, der Ao festgehalten hat, erinnerte mich auch sehr, sehr stark an die Szene Naruto gegen Kabuto. Nein, ich werde nicht weglaufen. Thank you.
zu. Ich hab's schon mal gesagt. Ich werde irgendwann Hokage sein. Verlasst euch drauf. Ao schoss sich dann selbst ab und befreite sich aus der Falle von Boruto und Mitsuki. Doch da kam Boruto schon mit einem Rasengan um die Ecke, genau wie beim Kampf davor. Ao kam dann aber mit dem Konter mit dem Absorptionshandschuh. Boruto jedoch hatte den anderen Handschuh und tat ihm gleich. Beide Absorptionen verpuffen und Boruto hat freie Bahn für ein saftiges Rasengan. Ein direkter Treffer gegen seinen Handschuh, der vermutlich im nächsten Kapitel hinüber sein wird. Und dann beginnt der wahre Showdown. Boruto gegen Ao, oder besser gesagt der Ao, der dann nicht mal die Ninjutsu einfach absorbieren kann, deswegen ist es auf jeden Fall ein starker Nachteil für ihn. Und Borutos letzte Worte in dem Kapitel waren auch noch: Es kommt doch nur darauf an, wie man es benutzt, oder? Das war natürlich sehr stark bezogen auf die Ninja-Technologie. Ein sehr, sehr guter Abschluss für dieses Kapitel und das ist auch gerade ein Abschiedssatz, wo ich wirklich sagen muss, ich werde langsam wirklich warm mit dem Charakter Boruto, weil ich finde einfach die Mischung aus Naruto und Sasuke passt perfekt und ja, mittlerweile muss ich sagen, er ist schon wirklich ein Charakter, der mir so ein bisschen ins Herz gewachsen ist, auch wenn er nicht wirklich lange dabei ist, muss man hier sagen. Natürlich ist es schon ein, zwei Jährchen her, aber trotzdem finde ich, Boruto gewinnt immer mehr an charakterlichen Vorzügen. Nächstes Kapitel wird davon gesprochen, dass Ao seine Trumpfkarte enthüllen wird. Es wird vermutlich das Byakugan sein, was vielleicht verschoben ist. Mal sehen, ob es wirklich so sein wird. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Monat warten, um das zu erfahren. Und ich werde auch den Gedanken nicht los, dass der Schraubenzieher den Katatsuki benutzt hat, um Borutos Handschuh zu justieren, noch seinen Auftritt haben wird. Im Zug, ein paar Kapitel davor, sahen wir, dass Katatsuki sich die Prothesen von Ao angeschaut hat und dafür den Schraubenzieher benutzt hat. Und dann sahen wir, dass Ao diesen Schraubenzieher benutzt hat, um Boruto klarzumachen, dass er jede Sekunde sterben könnte. Boruto war hier unter Schock und in dem Kapitel sehen wir, dass Boruto schon sehr interessant mit dem Schraubenzieher agiert hat, ihn festgehalten hat und ein bisschen, wie man so sagen möchte, in die Kamera gehalten hat, also aus der Sicht der Zuschauer jedenfalls. Deswegen bin ich mal gespannt, dieser Schraubenzieher könnte vielleicht im nächsten Kapitel als eine Art Überraschungselement dazukommen, würde ja passen, bei diesem high-technologischen Battle einen Schraubenzieher als Überraschungselement reinzuwerfen, fände ich persönlich sehr, sehr passend und so eine alte Waffe als Siegwaffe zu haben, wäre auch wirklich sehr, sehr gut, wie ich finde. Ein sehr starkes Boruto-Kapitel, nicht mein Lieblingskapitel, denn ich fand das mit Momoshiki hatte noch mal ein bisschen mehr Message, war aber auf jeden Fall eins der besten und ich sag euch eins, wenn das Ganze im Anime kommt, wird das ein unglaublicher Hype werden. Das wird wirklich ein sehr, sehr krasses Kapitel werden, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ich bin damit raus, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Boruto-Kampf in die Kommentare. Lest ihr den Manga eigentlich, ja oder nein? Das würde mich auch nochmal hier an dieser Stelle interessieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da und ein Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dahin, haut rein!